sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Gehirn festgesetzt und einen endlos starken dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Ja, du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf. Ja, du. Oh. Schwachkopf? Cool. Also der Schwachkopf existiert nur, um die Intelligenz des Oberbosses zu regulieren. Damit dieser, beziehungsweise diese, ist ja eine Frau. Ein verweiblichter Roboter. Hallo. Nicht zu viel Macht bekommt. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Ah, super. Geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Vielleicht fange ich dich auch einfach nur. Das war bestimmt schmerzhaft. Ach ja, jetzt komme ich in die Unterwelt, ne? In die alten Testgebäude. Ja, stimmt. Und der Vogel schnappt sich die böse Kartoffelbatterie. Lecker, wo bin ich hier gelandet? Da kann ich doch bestimmt durch, ja. Ich habe ja immer noch meine Portalkanone. Wie praktisch. Da oben ist eine Fläche, die ich benutzen kann. Und hier. So. Noch ein kaputter Aufzug. Sieht so aus, ne? Ach, von da komme ich. Ja, okay. Dann will ich mal von da aus weiter weggehen. Boah, das ist eine riesige Ruine hier. Guck mal, wie hoch das da oben geht. Krass. Ist dieses ganze System hier drauf aufgebaut? Überleg mal, wie tief wir eben rau runtergefallen sind. Alter. Viel zu krass. Da kann ich nicht durch. Da bestimmt da irgendwo ein Portal setzen. Ich
Nee, kann ich nicht. Seltsam. Doch, kann ich bestimmt. Ist nur die Frage, wo? Ah! Da sieht man einer an. Da oben kann ich drauf. Cool. Jetzt wird alles ziemlich weitläufig. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich keine Flächen verpasse, wo ich lang gehen kann. Hier und da unten. So, von da bin ich gekommen. Da hätte ich eben nicht durchgekonnt, wegen den Türen. Aber hier kann ich weiter. Okay. Keep out. Ja, wie soll ich denn hier rauskommen? Scherzkeks. Okay. Am Hebel ziehen. Dann geht die Tür auf. Ja, klingt logisch. Oh, krass, was ist das denn für ein... Ah, das sind diese riesen Tore, ne? Ja, stimmt. Ich gehe mal nach da oben, gucken, was es da gibt. Ein Knopf. 2, 1. Was macht der Knopf? Muss ich vielleicht darüber? Hier gibt es nichts. Das ist einfach nur die Anzeigetafel für was auch immer. Ich kann allerdings hier vorne mal ein Portal hinsetzen und gucken, was es da gibt. Hier ist auch ein Knopf. Okay. Gut, das war jetzt gar nicht so schwer. Jetzt geht das dicke Tor auf. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Ach, hier. Oh, aber ich kann hier nicht durch. Ah, da jetzt. Gut, ich wollte gerade schon nach einer Möglichkeit suchen, die Türen aufzumachen. Haha! Guckt euch das an! Ach du Scheiße, dieses Riesending ist gerade aufgegangen. Was weiß ich für zu welcher Sicherheit. Und dahinter ist eine Wand mit einer kleinen Tür. Ah. Was für ein minimalistisches Spiel, wollte ich eigentlich sagen. Bevor ich den Zungenbrecher aussprechen konnte. So. Danger. Sieht so aus, als ob das Wasser nicht besonders gesund ist. Dann halten wir uns davon mal fern. Boah, krass, diese ganzen versunkenen Kuppeln. Sollen wir mal schwimmen gehen? Nee. Lassen wir. Ich glaube, wir müssen da hoch. Boah. Ist aber schon ganz schön hoch da. Müssen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal, wenn wir können. Tja, ich habe gerade leider keinen Dunst. Wir gucken erstmal, was uns hier so. Was gibt's denn hier Schönes? Hier sieht so aus, als ob da eine Tür ist, durch die man durch kann. Kann man aber nicht. Okay. Gut. Jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen.
Ah, wir können hier durch. Gut. Schalter umlegen. Wow. Okay. Boah. Ich bin Kate Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon umdrehen, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Cool. Ich probiere jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich hier durchspringe. Tada! Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Boah, das ist ziemlich alt hier. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, Cave Johnson. Deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. 1949. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Spirit of Idaho, was weiß ich. Idaho, was das heißen locker? Bla bla. Wenn mein Englisch nur besser wäre, dann könnte ich euch jetzt was vorlesen, kann ich aber nicht, deswegen. Fuck you. Ist Idaho nicht eine Stadt in den USA? Und wenn nicht, dann habe ich einfach nur schlecht in Erdkunde aufgepasst. Da ist ein Lautsprecher, der wird uns bestimmt gleich was erzählen. Oder auch nicht. Sollen wir auch gegen eine Armee von Gottesanbetern kämpfen? Hm. Mausrad. Wo muss ich hin? Ah, da vorne. Okay. Für die Dauer des, wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag an. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Sehr beruhigend. Ja, ich habe gerade noch nicht so wirklich den Durchblick, wo ich überhaupt hin muss. Also ich habe hier eine weiße Fläche. Und ansonsten habe ich hier nicht viel, was ich benutzen kann. Ich gucke einfach mal, ob ich hier runterlaufen muss. Aber ich glaube eher nicht, weil von da bin ich ja gekommen. Wäre ein bisschen schwachsinnig. Nee, von da bin ich ja gekommen. Ich hätte ja auch zu Fuß hochlaufen können. Ja, ich sollte meine Beobachtungsgabe nutzen. Was ich getan habe und mir fällt auf, ich kann mich hier wegkatapultieren lassen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das gut sein soll und wozu das gut sein soll, weil ich
hier nirgendwo runterfallen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine.